Du kennst das sicher, es gibt Tage, da läuft dir nichts zusammen. Du vermasselst jede Linie. Du setzt die Bremspunkte falsch, du bist unruhig beim Anhalten und das Motorrad ist kippelig. Du bist weit weg von einem flüssigen, geschmeidigen Fahrstil. Dann führt kein Weg daran vorbei, dass du dich mit der richtigen Blicktechnik beschäftigst. Servus bei Mr. Silberrücken, ich bin der Erwin und jetzt lasst uns gemeinsam in die Welt der Blickführung eintauchen. Im Video gibt es zwei Tipps, die dich extrem weiterbringen werden. Du wirst überrascht sein. Also bis zum Schluss schauen. Nicht umsonst gibt es den Spruch, schaust du Scheiße, fährst du Scheiße. Und warum ist das eigentlich so? Weil die richtige Blicktechnik viele, viele Dinge gleichzeitig beeinflusst. Der richtige Blick erhöht nämlich deine Übersicht und im langsamen Fahrbereich die Stabilität. Und die richtige Linienwahl ermöglicht dir ein geschmeidiges und sicheres Fahrerlebnis. Und außerdem wirst du weniger schnell müde. Eigentlich gibt es hier relativ einfache Grundregeln. Weil sich in der Praxis das aber als sehr anspruchsvoll herausstellt, gelingt dies nur durch intensives Training, damit sie das Ganze da im Unterbewusstsein abspeichert. Du musst weit vorausschauen, den Kopf in die Kurve drehen und die Augen horizontal halten. Und gerade schauen, nicht schräg. Und dorthin schauen, wohin du fahren willst. Weit vorausschauen. Was bringt mir das eigentlich? Dir fällt es, je langsamer du fährst, zunehmend schwerer, das Gleichgewicht zu halten. Wenn du auf die Armaturen oder unmittelbar vor das Bike schaust. Probier das gerne selbst aus. Schau dazu auch gerne mein Video. Hier gibt es den Link dazu. Such dir einen Parkplatz und probier auf den Linien entsprechend langsam zu fahren. Und je weiter du hier vorausschaust, umso besser gelingt dir, auf diesen Linien zu fahren. Alternativ dazu kannst du dir auf einer Fläche mit einem Malergrepp eine entsprechende Rinne markieren oder du nimmst, wenn du ihn schon zur Verfügung hast, eine schmale Holzlatte und balancierst auf dieser entlang. Und du wirst sehen, es wird dir gelingen. Und gleichzeitig schult das unheimlich gut die Auge-Hand-Koordination, welche ein wesentlicher Bestandteil des Motorradfahrens ist. Wohin ich schaue, dahin fahre ich auch. Fixiert man auf der Strecke einen Punkt oder ein bestimmtes Hindernis, fährt man unweigerlich darauf zu. Darum trainiere immer wieder, dass man eigentlich bei einem Hindernis vorbeischauen muss, weil dann fährt man auch daran vorbei. Du kannst das ganz einfach üben und dir bewusst machen, zum Beispiel mit einem Kanaldeckel. Fixiere diesen und du fährst mit hundertprozentiger Sicherheit darüber. Also schau an diesem vorbei, fährst du auch daran vorbei. Ein wichtiger Grundsatz ist hier also auf die Lücke fokussieren und nicht das Hindernis. Kopf in die Kurve drehen. Immer der Nase nach. Das hast du vielleicht auch schon oft gehört. Durch das sogenannte periphere Sehen haben wir nur ein bestimmtes Sichtfeld zur Verfügung und das liegt in etwa bei 200 bis 210 Grad. Du kannst das selbst leicht testen. Ich mache es dir kurz vor. Konzentriere dich auf einen bestimmten Punkt vor dir. Führe beide Daumen vor diesem Punkt und dann fahre langsam mit beiden Händen auseinander, bis diese Daumen aus deinem Blickfeld verschwinden. Und das ist dein Sichtfeld.
Und um dieses zu erweitern, ist es nun notwendig, deinen Kopf in die entsprechende Richtung bzw. Kurve zu drehen. Nicht bloß mit den Augen rollen. Je langsamer und je enger die Radien werden, umso mehr solltest du den Kopf, neben dem Kopf, auch deinen Schulterbereich mitdrehen. Zum Beispiel bei einem U-Turn solltest du das Heck des Motorrads sehen können. Hier gilt der sensomotorische Grundsatz, der Blick führt die Bewegung. Also drehe den Kopf in die Kurve, der Körper folgt hier automatisch und so behältst du den Überblick und kannst die richtige Linienwahl treffen. Und hier kommt er, mein erster Extra-Tipp, welcher mir persönlich sehr geholfen hat. Stell dir vor, deine Augen sitzen auf deiner Brust und probiere mit deiner Brust zu sehen. Du wirst feststellen, das in die Kurve drehen des Oberkörpers funktioniert mit dieser Technik wesentlich einfacher. Alleine durch dieses Visualisieren also wesentlich besser. Probier das ganz einfach selber aus. Und schreib mir in die Kommentare, ob dir dieser Extra-Tipp weitergeholfen hat. Auf was solltest du noch achten? Und zwar die Augen horizontal halten. Stell dir folgende Situation vor. Du liegst auf deiner Couch und schaust fern. Schon nach kurzer Zeit wirst du müde und schläfrig. Und hoffentlich passiert dir das nicht auch bei meinem Video. Der Grund ist, dein Gehirn muss das Fernsehbild für dich umrechnen, für dich gerade rechnen, welches natürlich eine irrsinnige Anstrengung bedeutet. Aus dem Grund, die Müdigkeit, und genau dasselbe passiert beim Zeitunglesen, wenn du die Zeitung schief hältst. Und dasselbe funktioniert natürlich ähnlich beim Motorradfahren. Wenn du in deiner Schräglage deinen Kopf schief hältst, erfolgt hier eine verspätete Wahrnehmung. Darum deine Augen bzw. deinen Kopf aus der Schräglage nehmen, den Kopf parallel zum Horizont ausrichten. Die Informationen brauchen dann nicht mehr umgesetzt, umgerechnet zu werden und deine Wahrnehmung wird eine bessere, eine schnellere werden. So, das war jetzt sehr, sehr viel Theorie. Du musst das natürlich auch immer wieder üben. Und trotzdem fällst du immer wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Und am Ende der Ausfahrt hast du vielleicht nicht viel dazugelernt. Deshalb hier mein zweiter Extra-Tipp. Visualisiere deine Ziele mit Piktogrammen. Und wie das geht, das sage ich dir jetzt relativ einfach. Du brauchst dazu einen Klebestreifen, einen Stift und das war's schon. Und auf diesem Malerkrepp malst du dir jetzt dein ganz persönliches Symbol. Ich mache mir da jetzt ein Auge, weil dieses Auge soll mich daran erinnern, dass ich möglichst weit nach vorne schauen soll. So. Und das klebst du dir jetzt in einem Bereich deines Motorrads, den du siehst, wenn du den Blick auf die Armaturen oder dein Vorderrad richtest.
Und immer, wenn du unterwegs bist, dich dieses Piktogramm daran erinnern, dass du deinen Blick eigentlich weit nach vorne richten solltest. Und das funktioniert, glaub es mir. Schreib auch hier deine Kommentare, deine Erfahrungen. Ich freue mich drauf. Es wird super funktionieren. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Und dieses Symbol und dieses Piktogramm kannst du für alle möglichen Problembereiche hernehmen. Du siehst, die richtige Blickführung ist also kein Hexenwerk, aber sie macht einen enormen Unterschied für die Sicherheit und den Fahrspaß. Denkt dran, wohin ihr schaut, beeinflusst ihr direkt, wohin ihr fährt. Bleibt sicher da draußen und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal für mehr Tipps rund ums Motorradfahren. Bis bald und ride safe. Servus, der Erwin.